Hallo und willkommen bei Frontal Filmwerke. Heute möchte ich mit euch über Red Flags und um Reenactment reden. Vorher noch eine kleine Ankündigung: Wenn dieses Video online kommt, was der Freitag sein sollte, haben wir letztes Wochenende die 1000 Abonnenten erreicht im Stream tatsächlich, und deshalb wird heute wahrscheinlich um 20 Uhr ein Stream losgehen, wo die Verlosung stattfindet von einem Gutkasten und einem Frontal Filmwerke Koppelschloss. Und wir die 1000 Abonnenten feiern, die wir endlich erreicht haben. Es soll einfach nur ein Stream sein. So ein bisschen Spaß zusammen. Bisschen Games zusammen, wenn es geht. Ich werde gucken, vielleicht War Thunder, Scribble.io, ähnliches, was man mit der Community auch mit euch halt so spielen kann. Ansonsten Memes und Witze. Wird nicht zu ernst. Ich freue mich drauf. Aber jetzt weiter mit dem Video. Bevor das Video losgeht, möchte ich noch ganz deutlich darauf hinweisen, dieses Video ist an keine bestimmte Person oder Gruppe gerichtet, ja? Ich möchte hier niemanden diskreditieren, niemanden hier ernsthaft in die Öffentlichkeit runtermachen oder schlecht machen. In keinster Weise. Dieses Video ist einfach nur dazu da, um auf Sachen einzugehen, die ich bemerkt habe, die Warnzeichen sein können. So, um nochmal kurz zusammenzufassen, Red Flags wären deutliche Warnhinweise, das möchte ich hier im Vorfeld noch einmal klarstellen. Ich möchte hier von sogenannten Red Flags im Kontext von Reenactment reden, da es so Punkte gibt, wo man bei manchen Aussagen oder bei manchen Taten manchmal mitkriegt, da könnte ein bisschen mehr stecken, muss aber nicht. Jede Red Flag, die ich hier erwähnen kann, kann auch einfach nur kurz eine doofe Aufnahme von einer Aussage sein, ja. Ich möchte nur betonen, es kann eine immer sein. Ist immer eine Sache von Aufnahme von etwas. So, und jetzt genug um den heißen Brei rumgeschaffelt. Kommen wir zu den eigentlichen Punkten, die ich ansprechen möchte. Diese Punkte, die ich benennen werde, beziehen sich hauptsächlich auf deutsches, aber auch auf sowjetisches an Darstellung. Über westalliierte Darstellung kann ich weniger reden. Der erste Punkt ist, glaube ich, ganz selbstverständlich, sind Aussagen, die das Hobby politisieren. Vor allen Dingen für Deutsche ist es so, dass Politik immer zu Hause bleiben sollte. Eigentlich auch für alle anderen, denn da geht es ums historische Darstellen beim Reenactment. Aber generell ganz deutlich muss ich hier sagen, bei den Deutschen merkt man eher wen, der unipolitisiert daran geht. Ich habe zwar auch einen Sowjet bis jetzt kennengelernt, online nur, der auch politisiert an Sowjetdarstellung rangeht, aber von sowas hält man sich generell fern, und es sind immer Warnzeichen, dass diejenigen potenziell ihre Agenda durchdrücken wollen und oder man halt den Faktor hat, dass sie das Hobby damit schlecht machen können. Damit will ich auch nicht sagen, dass moderne Politik nichts im Hobby zu tun hat, wenn es Sachen sind, die das Hobby betrifft. Aber generell, es bleibt und ist ein unpolitisches Hobby. Und damit bleibt Politik zu Hause. Und du kannst gerne ausleben, privat, was du willst. Aber wenn du auf öffentlichen Veranstaltungen meinst, dich öffentlich zu Hitler zu bekennen, wirst du schneller weggejagt als alles andere. So, das war es jetzt hier zum offensichtlichsten Punkt. Ich glaube, mit einem sehr radikalen Beispiel am Ende. Der nächste Punkt geht darum, dass man die dementsprechenden Fraktionen bzw. Nationen oder deren Armeen idealisiert. Man könnte auch sagen, zu radikalen Fanboys wird, wenn man unbedingt solche neudeutschen Terminusse verwendet. Das Problem bei sowas sind Aussagen wie, ja, die deutsche Armee ist doch die beste Armee der Welt, oder die Sowjetarmee ist die beste Armee der Welt, weil sie ja die bösen Nazis gekämpft hat und gewonnen hat. Jada, jada, jada. Keine Fraktion des Krieges hätte allein diesen Krieg gewinnen können. Nur so für diese Leute, die das immer noch denken. Das muss jetzt aber nicht Thema tiefgreifender sein, das wird nämlich sonst zu lang. In solchen Fällen hast du halt dann eher jemanden, der dann Bilder im Kopf hat, die Propaganda, die zeitgenössisch sind, ähneln. Oder Bilder, die aus dem Netz stammen, die dann ja cool aussehen, aber nicht zwingend heißen, dass sie dem der Wirklichkeit entsprechen. Das ist das Problem. Dadurch hat die Person potenziell eine verzerrte Wahrnehmung von dem, was gegeben ist, und damit stellt sie, wenn sie dann auch Darsteller ist, halt auch wiederum eine verzerrte Wahrnehmung von dem, was existent ist, da. Und niemand will einen Darsteller, der aussieht wie in Battlefield 5. Wenn man so an eine Darstellung rangeht, kommt nicht zwingend das Beste dabei raus, oder man ist deutlich befangen, und das heißt in dem Falle, dass man weniger offen und vernünftiger in die Darstellung allgemein rangeht, finde ich. Es muss aber nicht immer sein. Wie gesagt, es können nur Warnzeichen sein. Es muss nicht. Das gilt für jede Aussage hier. Besser auf den zwangsweise Politik einbringen teil, aber ich muss mich da nicht wiederholen. Das nächste Anpunkt ist dem vorherigen relativ ähnlich. Es geht darum, dass man mehr seinem eigenen idealisierten Form des Darstellerischen nachgeht, wie dem, was historisch gegeben war. Das kann mit ganz simplen Aussagen kommen, wie mit in meiner Wehrmacht hätte es das nicht gegeben. Oder ja, wenn ich die Entscheidung gehabt hätte, hätte ich das nicht gemacht. Also solche ganz simplen Kleinigkeiten sind das,
Und man merkt so, yo, du bist halt schon wieder bei deinem Wunschtypus. Das ist scheißegal in der Darstellung. Die Quellen bestätigen das, was es gab. Da ist es egal, was du dir willst. Beziehungsweise, was du dir wünschst. Damit meine ich aber auch nicht, dass jeder jetzt sich den buntesten Kram holt und dann rumläuft wie der feinste Mann in pur Telomimetico, sondern eher so Sachen, die eigentlich Standard waren oder die da hinpassen in diesen darstellerischen Bereich, aber dann stumpf ignoriert werden, weil die Person eine persönlich andere Präferenz hat. Das führt dann zu sowas wie, dass du jeden zugleich ankackst, der zum Beispiel einen M16-Style, M19, 39, 40 trägt. Die wurden dann auch relativ weit verbreitet getragen. Danach verschwanden sie ja auch. Oder jemanden ankackst, weil er was mit Web trägt. Oder dass du eine Sowjetwen beschimpfen würdest, der eine M35 mit M43 Klappen trägt, obwohl das vollkommen normal war und tatsächlich mehrfach passiert ist. Das ist jetzt nicht zu der Nische. Das waren jetzt genug an Beispielen. Der Punkt ist halt ganz simpel. Wenn du jemanden hast, der nur seinen Idealtypus verfolgt, dann geht er nicht vernünftig an die Darstellung ran in meinen Augen, sondern will nur seine idealisierte Fassung der Wehrmacht ausleben oder der Sowjetunion oder der US-Armee in dem Fall. Diesen Punkt kann man auf fast alle beziehen. Und das ist falsch. Du möchtest historische Tatsachen darstellen und keine ideale Fantasieversion oder beste Version von irgendwas. Nach diesem netten und ausführlichen und gar nicht viel zu lang gehenden Punkt reden wir mal über gewisse Formen von Humor. Wer den letzten Stream vielleicht gesehen hat, hat gemerkt, dass da dann ein Witz kam, der schon für einige eine Red Flag tatsächlich war, wenn man ihn aus dem Kontext nimmt oder teilweise sogar im Kontext des Gesamthobbys sieht. Humor ist ein schmaler Grat heutzutage leider und jeder, der weiß, dass Twitter existiert, weiß, dass es sogar noch viel schlimmer dort ist. Der Punkt ist, manche Arten von Humor sind privat ja vollkommen okay und im Darstellerischen sind sie aber potenziell unangebracht. Also zumindest im öffentlichen Kontext dann in dem Bereich. Was du privat mit deinem Kumpel zum Lager sabbelst, ist ja egal. Aber manche Sachen können halt dann extrem falsch kommen und extrem negative Aufmerksamkeit auf die Gruppe richtet oder auf dich richten. Und das kann vieles sein, aber vor allem sind es Witze rund um ja, Kriegsverbrechen teilweise. Das ist ein sehr sensibles Thema und dahinter ist berechtigt eine Menge Emotionen. Ich möchte aber auch nicht weiter darauf gehen. Das ist jetzt ganz simpel nochmal kurz am Ende gesagt. Jeder dieser Punkte, wie gesagt, für sich kann eine Red Flag sein. Die Flagge der Sowjetunion ist auch eine Red Flag, damit ich auch diesen Witz reiße, ehe es wer in den Kommentaren macht. Aber der Punkt am Ende ist halt, es ist nur eine Sache zur Vorsicht. Ich habe viele dieser in verschiedenen Situationen erlebt. Zum Beispiel Sachen wie dieses unbedingt eigene Idealtypus durchboxen auf Instagram ein paar Mal bei Leuten, die dann Anfängern unten drunter kommentiert haben oder geschrieben haben, so, yo, das kannst du nicht machen, das entspricht nicht dem Standard. Weil sie unbedingt 39 in M16-Stahlhelm getragen haben und die Person, die da angezickt hat dafür. Oder so Sachen wie jetzt das mit dem Witz, da hatten wir das Beispiel aus dem letzten Stream, der war nicht gerade angebracht, auch wenn ich den eigentlich okay fand, weil Imitation von einer fiktiven Charakter. Ist aber egal. Ich kann genau verstehen, dass das kritisch ist. Und dasselbe ist mit diesem, ich idealisiere die Wehrmacht und lebe nur nach Propagandabildern. Und ich glaube, der Punkt mit dem, es ist politisch, spricht für sich selbst. Habt ihr Red Flags, die ihr gern hier gesehen hättet oder die ihr benennen könnt, dann schreibt sie in die Kommentare. Es wäre für mich interessant, was ihr als potenzielle Warnzeichen in Sachen Hobby seht. Ich versuche hier eigentlich relativ die gerade Linie zu gehen und möchte niemanden hier angreifen, beleidigen oder sonst was. Ja, ich habe auch Kumpels, die manche Sachen gesagt haben, die ich als potenziell Red Flag bei anderen ansehen würde. Aber ich kenne die und daher weiß ich aus Kontext, dass es nicht zwingend schlimm ist. Sowas ist ganz normal. Ich hoffe, ich sehe ein paar von euch nachher beim Livestream. Auf jeden Fall, das wär's für heute. Frontalfilmwerke out und wir sehen uns im nächsten Video.